Lionel Messi ist für mich der beste Fußballer aller Zeiten. Er hat mit dem FC Barcelona alles gewonnen, was man gewinnen kann. 10-mal die spanische Meisterschaft, 8-mal spanischer Pokalsieger und natürlich 4-mal die Champions League. La Pulga, wie sie ihn in Spanien nennen, wurde 19-mal Torschützenkönig in verschiedenen Wettbewerben und ist 6-maliger Weltfußballer. Doch im letzten Sommer gab es den großen Knall. Der GOAT, the greatest of all time, teilte seinem Club per Fax mit, dass er den Verein noch in diesem Jahr verlassen möchte, da er mit dem ehemaligen Präsidenten Josep Bartomeu und dessen vereinsinterner Leitung extremst unzufrieden ist. Er bezog sich dabei auf eine Klausel, dass er seinen Vertrag bei Barca jederzeit auflösen könne. Diese Option ist allerdings schon im Juni 2020 ausgelaufen. Die Argumentation war halt, bei Corona ist eh alles anders und da könne man da ja auch mal eine Ausnahme machen. Es hatte den Anschein, als ob Messi, der seit 20 Jahren für die Katalanen aufläuft, mit einem hässlichen Ende den Verein verlässt. Doch am Ende, ihr wisst es alle, ist er geblieben, weil die Klausel, dass er seinen Vertrag auflösen kann, ausgelaufen ist und niemand bereit war, die festgeschriebene Ablösesumme von 700 Millionen Euro zu zahlen. Warum ich aber glaube, dass es Messi und Barca gut getan hätte, wenn er gewechselt wäre, werde ich euch jetzt sagen. Sicherlich ist es nicht verkehrt, den besten Spieler aller Zeiten in seinem Team zu haben. Allerdings ist halt nicht alles Gold, was glänzt. Ich denke, es gibt drei Gründe, warum es dem FC Barcelona und Messi gut getan hätte, wenn er im Sommer gewechselt wäre. Grund Nummer 1 ist auf jeden Fall das zu hohe Gehalt von Lionel Messi. Messi bekommt 70 Millionen Euro Grundgehalt im Jahr und plus Bonuszahlungen kommt er damit in etwa auf 120 Millionen Euro. Und das ist einfach zu viel für den FC Barcelona, der durch Missmanagement und natürlich auch durch die Corona-Krise kurz vor der Insolvenz steht. Man muss bis Ende Januar ca. 190 Millionen Euro Spielergehälter einsparen, ansonsten muss man Insolvenz anmelden. Der Verein hat auch schon versucht, eine Einigung mit den Spielern zu erzielen, bisher leider vergeblich. Kurzes Update. Zum Zeitpunkt der Aufnahme konnte man sich noch nicht auf Gehaltsverzicht einigen. Allerdings ist das jetzt gelungen. Die Spieler verzichten insgesamt auf 122 Millionen Euro und Bonuszahlungen von 50 Millionen Euro werden auf die nächsten 3 Jahre verteilt. Wenn Messi weg wäre, hätte der FC Barcelona auf einen Schlag 120 Millionen Euro mehr im Jahr. Dieses Geld könnte in den Umbruch investiert werden und man könnte Stück für Stück die Schulden abbezahlen. Der Verein könnte wieder auf finanziell gesunden Beinen stehen. Bringen wir es mal auf den Punkt. Barca kann sich Messi schlichtweg nicht mehr leisten. Grund Nummer 2. Der zweite Punkt ist, dass Messi extrem viel Macht im Verein hat. Vielleicht sogar zu viel. Natürlich hat er viel für den FC Barcelona geleistet und dementsprechend möchte er einfach bei großen Entscheidungen immer mitsprechen. Zum Beispiel bei Spielertransfers oder bei neuen Trainern. Das tut dem Verein auf Dauer nicht gut. Vor allem, wenn es dann mal nicht so läuft. Sein Ex-Trainer Tata Martino soll mal über Leo Messi gesagt haben: "Ich weiß, wenn du den Präsidenten anrufst, wird er mich entlassen, aber das musst du mich nicht jeden Tag spüren lassen." Dieses Zitat steht einfach für sich. Wenn ein Spieler beginnt, in Entscheidungen mitzumischen, die ihn nichts oder nur wenig angehen, und der Verein das zulässt, führt es eigentlich immer zu Problemen. Quique Setién hat mal gesagt: "Leo ist schwierig zu managen. Wer war ich, ihn zu ändern, wenn sie ihn all die Jahre so akzeptiert haben, wie er ist?" Und da kommen wir auch zum Punkt. Messi nimmt sich einfach zu viel raus. Mit Antoine Griezmann, der 2019 von Atletico Madrid gewechselt ist, soll er einfach ein paar Monate nichts gesprochen haben, nur weil er lieber Neymar zurückgehabt hätte. Der ehemalige Berater von Griezmann sagte erst letztens über Messi: "Es ist ein Terrorregime. Du bist entweder für ihn oder gegen ihn." Die Wortwahl finde ich jetzt zwar unpassend, aber inhaltlich trifft es das ganz genau. Außerdem bezeichnete der Ex-Berater Messi als Monarchen. Messi ist ein Leader und wenn er sich persönlich angegriffen fühlt, reagiert er immer häufiger sehr dünnhäutig. Grund Nummer 3. Mein dritter Punkt ist die extreme Abhängigkeit von Messi. Das Spielsystem Barcelona basiert auf ihm. Wenn er mal nicht funktioniert oder verletzt ist, merkt man das sofort. Das große Problem ist hierbei, dass Messi mit diesem egoistischen Spielsystem die Entwicklung von jungen Talenten blockiert, da diese dann leider nur selten oder nie spielen können. Ein Beispiel hierfür ist Ousmane Dembélé. Er wechselte damals vom BVB für knapp 140 Millionen Euro und hat seitdem kaum gespielt. Er spielt halt auch meist wie Messi auf rechts außen und bekommt dadurch einfach selten die Gelegenheit. Dembélés Marktwert ist von 120 Millionen Euro laut Transfermarkt auf 50 Millionen Euro gesunken. Sorry,
aber das ist kein zukunftsorientiertes Spielsystem, alles auf einen 33-Jährigen aufzubauen. Barca muss aufpassen, dass Messi nicht zum Problemfall wird und der FCB dadurch in eine Abwärtsspirale gerät. Es ist Zeit für einen Umbruch bei den Katalanen. Die Zeit ohne Messi wird kommen, früher oder später, und auf diese muss man vorbereitet sein. Wenn man das nicht sein sollte, werden harte Zeiten folgen. Und meine Meinung ist, dass man nicht besonders gut darauf vorbereitet ist. Die abschließende Frage ist, wo Messi hinwechseln könnte. Ich finde, dass es da eigentlich nur zwei realistische Optionen gibt. Die eine heißt Paris Saint-Germain und die andere heißt Manchester City. Messi wird oft vorgeworfen, dass er ja nur gut ist in einer vermeintlich schwächeren Liga im Vergleich zur Premier League. Deswegen könnte ich mir gut einen Wechsel zu Manchester City vorstellen. Dort könnte er nochmal zeigen, was in ihm steckt. Sein Trainer wäre dann Pep Guardiola, der gerade erst bis 2023 verlängert hat, mit dem er ja schon bei Barca extrem erfolgreiche Jahre hatte. Die beiden verstehen sich einfach blind. Die zweite Option, die meiner Meinung nach weniger Sinn machen würde, wäre Paris Saint-Germain. Das Problem hierbei ist, dass die französische Liga nicht das mitbringt, was Messi zustehen würde. Die Ligue 1 ist im Vergleich zu den anderen Ligen nur die fünftstärkste weltweit. Messi würde seine Karriere in Frankreich ausklingen lassen und würde vermutlich mehr Tore schießen als in der Premier League. Der Vorteil wäre, dass er auch wieder mit seinem Freund Neymar zusammenspielen könnte. Neymar hat auch diesen Wunsch nach dem Spiel gegen Manchester United geäußert. Abschließend bleibt es spannend, wo es den besten Spieler aller Zeiten hinzieht. Doch eins ist klar, die Ära Messi bei Barca wird zu Ende gehen, spätestens nächsten Sommer.